Damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eldarum, zu einem neuen alten Part, ja, einem alten Projekt. Ich glaube sogar 2016er Projekt, dürfte fast hinhauen. Ein sehr altes Projekt auf meinem Kanal, jetzt wieder belebt. Spaß mit Apps. Ja, wer es vielleicht mitbekommen hat, für die anderen verrate ich es jetzt einfach mal in diesem Part und danach nie wieder. Es ist eine kleine Hommage, eine kleine Anlehnung an The Big Bang Theory. Fans von The Big Bang Theory wissen, was ich meine. Im Titel ist die Hommage. Mehr verrate ich nicht. Heute soll es mal um Geometry Dash gehen, natürlich die Lite-Version, die Gratis-Version im eShop, nicht im eShop, im Google Play Store. Ja, ich glaube, wir öffnen es einfach mal. Joa, da haben wir's. Ja, so schaut's aus, das werden wir hier gleich spielen. Spaß mit Apps ist mein Format, in dem ich euch Apps vorstelle. Ja, ist so ziemlich alles beschrieben in dem kurzen Satz. Lange habe ich das Spiel liegen lassen und nicht gespielt. Jetzt habe ich es mir endlich mal installiert und ja, wir testen es mal. Hier haben wir eine Auswahl an verschiedenen Levels. Stereo Madness heißt das erste Level. Dann haben wir hier noch Back on Track, Polar Geist, Dryout und viele, viele, viele mehr. Aber wir fangen heute mal mit Stereo Madness an. Oder wie man das ausspricht, mein Englisch ist nie das Beste gewesen. Wie ihr seht, habe ich das schon mal ein bisschen getestet auf Screen und jetzt ein bisschen versucht reinzukommen. Ja, und vielleicht schaffen wir heute auch noch Back on Track und schauen ein bisschen in Polargeist rein. Am ersten Mal gucken wir mal bei Stereo Madness vorbei. Auf geht's. Die Musik dürfte bekannt sein. Ich hoffe, man sieht das einigermaßen. Ich muss mich gerade darauf konzentrieren, dass die Kamera das wahrnimmt. Ich hoffe, es geht. Ist natürlich ein bisschen blöd, wenn man auf die Kamera achten muss. Ich konzentriere mich einfach aufs Spiel und hoffe, dass die Kamera das sehr gut macht. Die Musik ist natürlich, ja, bekannter als das Spiel selbst. Man hört das immer irgendwo in Bussen oder Bahnen. Schon der 12. Versuch, holla. Wir müssen dann eigentlich mal eine Zahl ausmachen, bei der ich einfach weitergehe in das nächste Level, damit wir hier nicht ewig an dem einen Level rumhängen. Ja. Ist halt ein bisschen mies, um das Handy hier mit der Kamera abzufilmen. Also habe ich es 2016 einfach aus Selbstverständlichkeit gemacht. Aber ich habe jetzt auch nicht wirklich eine Capture Card für das Handy. Ich habe es nicht für 3DS, ich habe es nicht für Switch, dann habe ich es auch nicht für Handy. Aber was soll's. Ganz im 2016er Style mache ich jetzt hier heute dieses Video. Ich hoffe, es passt. Nicht Level 25, Level 25 wäre ein bisschen schön. Verdammt!
Versuch Nummer 26. Oh man, das kann man doch nicht zeigen. Sieht sehr unprofessionell aus. Aber ist ja auch unprofessionell. Ich bin jetzt kein professioneller Geometry Dash Spieler. Ich will ja euch heute auch nicht meinen Skill präsentieren, sondern dieses Spiel. So. Was am meisten nervt, ist halt wirklich, dass die Musik immer abbricht, wenn man stirbt. Huha, huha. So weit hinten waren wir ja noch nie. Vielleicht schaffen wir es ja bis und weiter hinten. Das sollte ich nicht sagen. Sobald ich sage, wir schaffen das, schaffen wir es nicht. Hopp. Na komm. Naja. Die blutigen Anfänge halt. Ist halt auch ein bisschen was anderes, das vor der Kamera zu spielen, als das privat ohne Kamera zu zocken und ohne zu reden. Man redet ja auch ein bisschen, man moderiert auch ein bisschen. 35. Versuch. Mei, das kann man ja nicht zeigen. Das muss man ja fast ausblenden. Ha! Ah, da bin ich noch gar nicht gestorben. Und dann komm. Eigentlich kann ich ja sehr gut spielen und reden gleichzeitig, aber es ist wohl bei diesem Rhythmusspiel gerade nicht so der Renner hier. Reden und gleichzeitig spielen. Spielen und gleichzeitig reden. Verdammt! Das war sehr weit. So weit waren wir noch nicht. Bis zu dem Teil, wo man dann fliegen kann. Na, na, na. Letzter Versuch. Oh wei. Komm, lass diesen letzten Versuch ruhmreich abschließen. Hui. Zack, 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 zack. Hu, hu. Das war ja sehr ruhmreich. Wir versuchen uns mal an Back on Track. Das nächste Level, das ein bisschen schwerer ist. Mit einer neuen Musik. Ui. Okay, okay, die Musik finde ich cool. Die ist besser. Das Level ist auch ein bisschen schwerer. Da muss man sich ja anstrengen, dass man sich nicht auf die Musik konzentriert. Kann man die Musik vielleicht mal durchlaufen lassen? Das war weit. Die 45 Versuche gehen ja schnell. Tut mir leid. Verdammt! Das habe ich nicht gewusst. Ah! Auch schön zu wissen. Verdammt! Hätte drüber springen müssen über diese Punkte. Man kann sich auch blöd anstellen. 45 Versuche gleich erreicht. Naja, wir haben es versucht. Ja, verdammt, ich habe es versucht. Letzter Versuch. Ich habe mein Bestes gegeben. Na komm. Unterbrechen wir es. Ja. Polargeist, den versuchen wir noch und dann machen wir Schluss hier für das letzte Test. Noch nicht mal an.
Den Song konnte ich bisher am besten. Ich werde offscreen noch ein bisschen weiter testen, aber sie ein bisschen ausprobiert. Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie weit ihr hier schon gekommen seid, was eure Highscores sind und wie gut ihr in diesem Spiel seid. Bestimmt besser als ich. Ist ja nicht schwer. Nicht leicht. Ist ja nicht schwer, in Geometry Dash besser zu spielen als ich. Puh. Wow, das ist weit. Weiter als sonst. Na komm. Ist doch möglich. Ah, ich sehe mich ja auch selbst ungern verlieren. Ist ja dann auch eine Schande, wenn man das dann... den Zuschauern zumuten muss. Da muss ich ein bisschen Pause machen. Und später abspringen. Ich hab's kapiert. Ah, verdammt. Das ist schon ein bisschen anspruchsvoll. Das ist schon Level 3. Da kann man schon erwarten, dass der Spieler ein bisschen schon das Spielsteuerungsmäßige drauf hat. Ich komme nicht weiter als bis dahin. Ah. Das ärgert mich auch. Verdammt. Na komm, dann lassen wir es jetzt hier. Dryout wäre jetzt noch das nächste Level. Ja, ich würde mal sagen, noch ein Versuch hier ins Stereo Madness. Ja. Und ein Versuch hier noch in Back on Track mit der wunderschönen Musik. Na dann. Hoffe ich, euch hat dieses kleine Let's Test irgendwie gefallen und die 2016 Made Haltung hier vom Handy und von der Kamera ging irgendwie klar. Und damit noch umsonst der Fall sein, soll es euch wirklich gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid und habt noch einen angenehmen fröstlichen Tag oder einen fröstlichen Abend. Haut da rein, man sieht sich. Bis dann. Ciao, ciao.